manche Herren sind sehr gute Ratgeber. Das meine ich absolut sarkastisch, also ich hoffe, Sie verstehen richtig, was ich meine. Die sind Ratgeber, so ungefähr. Ja, weißt du, Maria, du hast mir sehr gut gefallen, aber würdest du nicht ein bisschen abnehmen? Oder du hast mir gut gefallen, aber vielleicht kannst du deine Brüste vergrößern. Du hast mir gut gefallen, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du etwas mehr Muskelmasse antrainieren. So ungefähr. Also du gefällst mir, aber wir sind noch nicht mal in der richtigen Beziehung. Aber ich erwarte von dir, dass du irgendwas an dir änderst, also dass du anders wirst als jetzt. Das ist schon wieder ein bisschen in die Richtung das erste Beispiel mit den Ärzten vergleichen. Das bedeutet, ich bin nicht bereit, den Menschen zu nehmen oder die Partnerin zu nehmen, die so ist, wie sie ist. Das heißt, ich bin jetzt am Anfang von dieser Kommunikation, am Anfang der Beziehung, aber ich erwarte schon, dass mein Partner ändert. Aus der psychologischen Sicht eine gute Beziehung ist, wenn man wirklich zwei erwachsene Menschen, die mit eigenem Leben zufrieden sind, aufeinander kommen und aus diesen zwei unabhängigen Leben ein gemeinsames Leben zusammen aufbauen. Nur so kann es funktionieren. Wenn einer versucht, den anderen zu ändern, das ist der falsche Weg. Das bedeutet, zuerst willst du nicht abnehmen, aber dann willst du nicht weniger Fleisch essen, willst du nicht das machen, willst du nicht das machen. Aber wenn die Person, also die Dame in unserem Beispiel, wenn die Dame immer macht, was der Mann erwartet, eines Tages wird das für den Mann auch langweilig, weil dieser Wunsch, diesen Streben, die andere Person zu verändern, führt ins Nichts. Ins All, insbesondere wenn es am Anfang der Beziehung ist. Das heißt, was heißt es mit anderen Worten? Wenn Sie zum Beispiel bei dem ersten Date sind und dann treffen Sie auf eine Dame und diese Dame hat Ihnen gut gefallen. Auch wenn Sie sehen, die Dame hat ein bisschen mehr auf den Rippen, als Sie erwartet haben, schweigen Sie lieber. Geben Sie keine Ratschläge, geben Sie keine Empfehlungen, geben Sie keine Tipps, was die Dame an sich ändern kann, an Haarfarbe, an der Frisur, an sowas. Also gehen Sie davon aus, Sie nehmen die Person so, wie sie es ist und mit dieser Person versuchen Sie irgendwas aufzubauen und nicht, dass Sie von dem ersten Date an die Frau verändern. Also die Geschichten, die Frauen schreiben wirklich Kriegs und Frieden im Internet, und beschweren sich, welche Erwartungen stellen die Männer, insbesondere ganz am Anfang, wo man wirklich noch in keine Beziehung steckt, dass die Männer erwarten, volle Veränderung bei den Damen. Ich als Partnervermittlerin, ich bin natürlich, also ich bin so in der Mitte, ich bin so Beobachter von oben. Ich sage immer, weißt du, wenn du erwartest, dass du eine Topmodel triffst, dann nimm eine einfache Frau und bezahl für ihr Sport, für Personaltrainer, für ihre Stilveränderung, für Friseurin, für, ich weiß nicht, für Masseurin, für Kosmetikerin. Zahl dann. Dann bekommst du dein Topmodel. Aber du kannst nicht erwarten, wenn du ein ganz normaler Mensch bist, dass du ganz schon ein komplettes Produkt bekommst, ein perfektes Produkt bekommst, dass du eine Topmodell kriegst, ja, ohne irgendwas in diese Dame zu investieren und investieren zu können.